Herzlich willkommen, Leute, zu einer Runde Sneaky Silence, der Fortnite Battle Royale mit Alex und Kunra. Guten Tag. Hallo. Niki. Oh, da bin ich perfekt gelandet. Ich nicht. Ich muss runterspringen. Ich habe keinen Gegner gesehen, aber ich war auch relativ früh unten. Ich habe nicht aufgepasst, auch keinen gesehen. Gestehen. Oh, ich habe relativ gutes Equipment. Ich kann kaum meckern hier. Kann man sich nicht beschweren? Eher weniger. Beschweren kann man sich da eher weniger, ja. Oh, ich komme gerade nicht auf die Steuerung, nicht klar. Ich habe zu viel Assassin's Creed gespielt. Ah, da spielt das doch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwei Schild. Ach, ihr habt auch schon, okay. Ja. Nur einen, genau. Aber. Wundern nicht. Genau. Ich bin bescheiden. Ich sauf erstmal ein bisschen, ne? Guck mal, ich habe auch noch einen Schildtank. Einen vollen. Oh, das ist gut. Drop den. Warte, ich will dann die Bandagen mitnehmen. Nope. Dann nehme ich hier noch die grüne mit. Viele haben geschrieben, dass sie den Spielmodus nicht ganz so cool finden, weil, ja, aufgrund des reduzierten Range-Aspektes. Also, gibt immer sehr viele Leute, die diese Special-Modis nicht leiden können. Weil halt, ja, theoretisch wird das Spiel gecuttet und auf was runtergebrochen, was aber halt manchmal sehr spannend sein kann. Deswegen, Leute, für euch, also für wenn ihr jetzt das noch hören solltet, wir bringen ja sowieso alle 2 Tage Fortnite normal. Kommt ja immer. Also kam ja jetzt eigentlich auch schon ewig und wird auch so weitergehen. Und wenn so ein Special-Modus ist, haben wir bis dato 3-4 Parts gemacht. Ja, außer der 50-50, es lag auch daran, der kam nochmal wieder und es war der erste. Und das ist ja eigentlich dieses Bonus-Content, weil auf unseren Kanälen, auf meinem Kanal, kommt ja jedes Projekt eigentlich im 2-Tages-Rhythmus, also von den Hauptprojekten, weshalb täglich Fortnite eigentlich schon die Ausnahme ist. Dürfte mich gesehen, hat mich gesehen, sind mir sicher. Deswegen, Leute, ne, würde mich trotzdem freuen, wenn ihr auch die anderen Dinger unterstützt. Ist der hinter dem Stein hier? Ne, oben auf dem Berg. Was? Ne, oben auf dem Berg. Weil der einer auf den Stein geschossen hat. Der hat einen schon gekillt. Er ist tot. Er wurde gekillt oben. Da ist noch einer. Ja. Okay. Deswegen würde es uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Projekt in der Hinsicht unterstützen würdet. Es ist, wie gesagt, an sich Bonus-Content. Ich liebe Fortnite und ich freue mich auch schon auf weitere Spielmodi. Wir haben bis jetzt alle neuen Waffen auch immer relativ schnell noch dazwischen geschoben, obwohl wir schon Parts hatten. Wo kommen die Schüsse her? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade einen Schusseffekt gehabt. Ja, auf euch wird geschossen. Ich glaube vom Berg aus. Das ist so eingeschlagen, nee, als ob es vom Berg kam. Wer könnte mich immer... da ist ein Busch. Wo? Nee, der Busch ist es nicht, den hab ich mit der Pistole angeschaut. Ja, links aber läuft er weg, er läuft links weg, in die Stadt rein. Rechts ist noch ein Busch. Gehen wir erstmal hier hoch. Hinterm Haus jetzt, ja. Also von unserer stimmt, Sicht verstehe ich tatsächlich, dass mit denen, dass sie die Modus nicht mögen, oder die Modi. Ich fand zum Beispiel den 50 gegen 50 echt scheiße, tatsächlich. Und den fanden, die meisten fanden den echt gut. Das ist halt so ein bisschen... Also für mich, was ich an dem Modus geil finde, ist, dass ganz andere Situationen zustande kommen. Du kannst auf Distanz nicht wirklich geil schießen. Klar, die Pistole funktioniert, aber es ist was anderes. Du musst dich nicht vor Snipern in Acht nehmen. Ein 4 gegen 4 Kampf ist unglaublich episch. Ja. Ne? So, und das macht halt der als Busch Abwechslung, macht's echt Spaß. Zwei. Ich sehe ihn halt immer noch nicht. Zwei rechts, nicht. Büsche, zwei rechts, da wo wir gerade waren, im Haus da. Ja, doch, jetzt sehe ich einen. Einer oben drauf und einer unten. Na, auf die Entfernung brauchen wir gleich nicht schießen. Der Pistol könnten wir mal bei den Busch wegnehmen. Dem oben habe ich. Ich habe nicht genug Muni eigentlich, um so einen Quatsch zu machen. Ja, ich habe beide den Busch weggenommen. In unserem Haus ist übrigens auch noch ein Schildtrank drin. Ich hab noch einen Inventar. Stadt links neben uns. Stadt links neben uns. Wo ist uns. Der Schildtrank? Mittendrin. Irgendwo, genau, in einem Haus. Wir holen den gleich. Wir holen den gleich. Hier ist auch noch eine Truhe drin. Die haben neuen Busch oben. Oh Gott, ja, von rechts habe ich beschossen. Ja, das sind immer noch die beiden. Okay, einer ist down auf der Straße und einer ist rechts in dem Haus hier, Nordwesten, oben drauf. Safe rechts? Ja. Ja, oben drauf. Oh, der trifft mich aber gut, ey, dafür, dass er da oben ist. Unten, close. Hat gute Hits, ist down einer. Oben kein Schild mehr. Okay. Ah, ich komme hier nicht hoch. Ah, gut, ja, ist down. Alle tot. Büsche, glaube ich. Die anderen beiden kommen, glaube ich. Okay. Ah, die Büsche sind wieder verkleidet, die kämpfen gegen was anderes. Ich komme gleich zurück. Hier liegen noch 2 Minischild, Alex, hier unten.
Oder ich gehe davon aus, dass es zwei sind. Einer nur, aber ist egal. Okay. Zur Not haben wir auch noch den einen Trank in dem anderen Haus. Jo. War der andere direkt tot auf der Straße, nachdem wir den gekillt? Ja, ja war, ne? War ja, ein ja, Team. Okay. Ich stand genau neben dir. Eine epische Sache liegt noch in dem Haus hier. Das muss ja die Pistole oder ein Schlürf sein. Waffe, würde ich sagen. Schlürf. Hier ist noch ein Trank. Hat er einen Platz für einen Trank? Ich habe nämlich eigentlich nicht. Ja, ich komme. Hier mitten auf der Straße, der. Mitten auf der Straße. Also nicht auf der Straße, hier hinter dem. Okay, dann kannst du den nehmen und dann noch den anderen holen. Hier in dem Haus nämlich noch einer. Ich hole mir noch die Kiste hier oben, ne? Sind zwei drin in dem Haus. Schildtränke und eine Kiste. Hä? Wo ist denn die Kiste? Bei hier mir ist die Kiste eigentlich drin. Ne, hier ist auch noch einer. Sicher. Conan, kannst du die Schlürftränke holen? Die Schildtränke. Eigentlich nicht. Wie viele Sachen hast du denn mit? Ich habe zwei Waffen, ich habe drei Waffen, also zwei Uzis, eine normale Pistole. So, ja, bin ich mittlerweile von weggegangen. Ich spiele den Modus wirklich nur mit einer Uzi. Vor allem, weil die Muni dann immer so blöd splittet, ja, das geht mir immer auf den Keks. Nehme ich den Schildtrank unten mit. Ist noch der andere. So, Schildtrank komm ich Treppe runter euch? Rechts, den können ja. Ja, ich nehme ihn. Achso, du brauchst hier rechts. Brauchst du ihn, Alex? Ne, brauchst du ihn nicht. Nö, ich kann ihn aber beide mit, ich habe jetzt beide. Achso, okay, ja, nice. So. So, dann weiter. Ja, und genommen sind es ja wie gesagt extra Folgen, ne? Ja, alles. Ich mag aber halt auch den Change. Also, wo du sonst immer Angst haben musst, dass jetzt ein Sniper kommt. Meistens kommen diese Close Combat Sachen zusammen. Obwohl ich, glaube ich, geiler gefunden hätte, Shotgun Only. Ich glaube, das kommt auch noch. Shotgun Only, Sniper Only, sowas wird alles noch kommen, denke ich. Ich hoffe, dass Shotgun und Revolver Only kommt und dann, wenn der nächste Battle Pass Wild West ist oder so. Aber dann nur diese Weiden. Bei uns, glaube ich. Nicht sicher. Also, ich habe hier gerade Steps gehört. Das kann natürlich auch wieder von euch gewesen sein. Ich habe es natürlich nicht gehört. Kann natürlich auch wieder euer gewesen sein. Das ist immer ganz schön schwer noch. Aber oh, better safe than sorry. Ich glaube, es geht nicht, oder? Nee. Aber guck mal, das Campfire haben sie sogar schon. Das wird bestimmt so aussehen. Bestimmt. Da kommen Gegner aus der Zone. 75. Genau an der Factory sozusagen. An dem Gebäude, was noch halb drinne ist. Sind anscheinend auch noch nicht weitergegangen, weil die sich sehr wahrscheinlich heilen werden. Ich habe auch nur zwei gesehen. Wir könnten die pushen. Wo? Welches nochmal? 75, 60. Da, wo das, das letzte Gebäude, was in der Zone ist. Das richtige. Ach so, wo wir mal landen. Ja. Müssen uns ein bisschen beeilen. Sind anscheinend auch noch nicht links weggegangen. Ja, Kämpfer ist schon drin, das Objekt jedenfalls. Die laufen jetzt weiter, links. Von wo? Haben Baum abgeholzt. Baum ab und einer läuft weiter. Ich hol mir den weiterlaufen. Ah, weiterlaufen weiter. Das hier ist der hintere, oder? Ja, der jetzt vor das mir ist der hintere, genau. Ja. Die looten gerade. Hat gut kassiert. Der ist schon unter Schild, der ist down, der eine. Ja, Jumpshot, Sam Muni. Fischer. Können wir zur Not gleich auch noch aufteilen? Hier liegt auch noch, ich hab's nicht gelootet. Ich auch nicht. Liegt hier immer noch, Muni. Ah, hier, okay. Ich hab jetzt die Pistole. Blaue schon Uzi hier schon. Ich nehm die blauen. Okay, und weiter. Jetzt hab ich auch nicht mehr so viel Muni. Ja, die Silence SMG, ne? Naja, hab ich grad gewundert nur. Gerade in einem Spiel, wo es nur zwei Waffen gibt, Uzi und Pistole. Uzi sagt sich so schnell. Ja. SMG ist so. Wie viel Munition habt ihr? Ab jetzt Pistol only. 115 jetzt. Ja, ich mag die Uzi auch. Das war ein schöner Jumpshot gerade, ey. Ja, ich hab's gesehen. Ich war gerade auf der Schießkorb, auf einmal Schüsse von oben runter und dann fällst du da hinterher. Das sah gut aus. So, hab ich noch. Ah, Holz hab ich genug. Was war das? Nein, hab ich. Ist da was aufgeploppt? Ja, ist was aufgeploppt, glaube ich. Ja. Wie weit muss man laufen? Das habe ich aktuell, weil ich ja relativ meine Einstellung runtergestellt habe, weil ich ja zwischendurch so unglaublich Probleme hatte nach einer gewissen Zeit, was die FPS anging, dass ich mich jetzt immer erschrecke, weil im Hintergrund immer irgendwas aufploppt. Ein Pilz, ein Busch. Ich finde es aber. Ich finde die Aufplopp-Animation in dem Spiel aber so geil. Also es ploppt halt so. Ja, das ist richtig. Die haben da eine eigene Animation für eingebaut. Das ist gut, ja. Noch Munition. Das ist auf jeden Fall schöner, als wenn es so. Ja, das macht es ein bisschen runder. So wie das ist so gewollt. Obwohl es ja nicht bei allen Objekten ist, ne? Ich bin halt Angst vor Büschen, habe ich gehört. Ja.
Man müsste sich echt mal die ganzen Büsche merken. Nicht außerhalb der Zone. Ja, der Busch ist aber auch echt schlecht, immer noch wegen den Lichterketten. Ohne wäre der ein bisschen besser. Also ich finde hier, gerade in dem Spielmodus, siehst du einen Busch direkt. Oh, oben mitgebaut? Ja, Westen, ne? Die bauen sich gerade hoch. Bauen sich welche hoch, das heißt, das sind zwei Teams. Nicht unbedingt. Gehen wir von links. Da oben auf dem Berg wurde schon gebaut. Genau, es wurde zuerst auf dem Berg gebaut und dann kam von rechts was so. Aber es schießt noch keiner und ist nichts down bis jetzt. Haben ja auch alles Silencer drauf. Echt? Und rechts ist auch ein rechts wird auch gebaut, eine kleine Hütte, ja, also aber, ein Standardturm. Genau. Hier close. Er ist direkt tot und der eine ist noch in dem Haus hier drin. Fuck it. Ich dachte, ich hätte noch Platz 2. Hat echt einer von euch mir eine Treppe da hingesetzt? Dankeschön. Ich bin noch nicht vorbei. Er baut einfach ein Dach über mich, ne? Ja, ich schieße den Boden weg. Hol ich da, du hier! Fuck! Ich hab einen! Hab den anderen! Ah, ist runtergesprungen, okay. Das hab ich gar nicht gesehen. Von oben tatsächlich. Sicher? Ja, oben sind leer. Die beiden haben eigentlich außerhalb gepusht. Ich bin oben drin, also hier ist keiner mehr drin. Er hat sich aber auch keine Tür gebaut. Doch, ja, er hat eine Tür gebaut, unter mir, okay. Ja, ich brauch ein Minischild. Ja, sind 10 Stück, ich droppe die gleich wieder. Okay, ja, ich brauch eben auch einen. Hier ist ein Schild, ein großes bei mir. Ja, habe ich auch noch. Ich brauchte nur das Minischild vorher. Wir haben auch noch ganz viele große Schildtränke hier unten übrigens. Oh, ich habe noch eins mitgenommen. Kurz irgendwie nach hinten schauen. Das Silencer ist immer sehr gefährlich, finde ich. Hat einer Munition abzugeben? Ja. Ich drop. Also, du bist die Person? Jo. Ich guck gerade überall mal hin. Im Berg. Sekunde, nimm du die Minischildtränke mit, nehme ich die Schildtränke mit, weil sonst kriegen wir die Minischild nicht da. Genau. Das sind aber auch zwei. Ach, scheiße. Alex, hast du noch Platz für Minischild? Alex kann das Schild nehmen. Alex kann das Schild nehmen. Stimmt. Okay. Okay, guter Push, war Action, war nice. So, weiter geht's. Okay. Da unten, der läuft weg Richtung 15 den Berg hoch. Oder Richtung Berg. 15? Ach, ja, du siehst ihn, ist nicht mehr zu sehen. Ach, ey, wir haben jetzt schon so viel. Ich kann es halt immer nur wiederholen, ne? Wir haben so viel Fortnite schon gespielt, das macht mir immer noch Spaß. Also unabhängig davon, ob für mich der Hype irgendwann in den nächsten paar Monaten endet, war Fortnite ein riesen Impact für mich, was Games angeht. Ja. Selten so viel Spaß gehabt. Also auf so lange Zeit. Ist ein gutes Spiel, kann man nichts sagen. Auf jeden Fall. Er könnte entweder hier den Berg hoch oder ist hier hinter dem Berg. Oh, entweder gehen wir hoch oder wir nehmen die Factory hier. Ich würde fast hochgehen, oder? Auf dem Berg. Da wo schon einer hochgegangen ist. Genau, wir haben halt den Nachteil, dass vier Leute einfach da aufhören können bei uns, ne? Ja, aber wir haben auch den Nachteil, dass wenn da oben jetzt ein Viererteam steht, wir auf jeden Fall nicht drankommen werden. Die Kante hier ist nicht so leicht gewesen. Wir können hier hochgehen ohne zu. Nee, doch links bei mir. Dann trotzdem erst weiter hoch, oder? Ich will erst wissen, ob oben safe ist. Weil wenn oben nicht safe ist, dann sind wir halt am Arsch. Ich halte mal einen Blick. Okay, ich baue hier. Okay, sieht gut aus. Hab den gekillt, kurz die Bäume holzen. Der wurde angeschossen, aber auch der einzelne hier bei mir. Und dann bauen wir den anderen Baum dann noch weg, bitte. Jo. Welchen liegen hier rechts, ja. Und wo wurde der angeschlossen? Unten auf der Straße. Ich bin auch vor mir. Die kommen hoch. Ja, Alex, komm. Da kommen viele. Wir schießen von oben auf die drauf. Ja, ich baue mich hier. Ich hab den Hut erwischt. Welcher? Der Zinn? Der die ganze Zeit gesprungen ist. Der Nutcracker. Ich hab keine Ahnung. Ja. Der wird halt aber wahrscheinlich die noch bauen werden, haben die, die bauen, ne? Die bauen weg, ja. Obwohl noch einer close links vom Berg sein könnte, also SW. Ich sehe nämlich nur einen weglaufen. Wie viele Gegner haben wir noch? Okay. Baum hinten ist einer, an dem großen Baum 285. Ist ein Busch. Einer ist gut gehittet, ja? Das war der. Wir müssen den versuchen noch zu treffen. Ich sehe, ja, hinter Alex, wir ballern drauf. Jo. Haben wir. Das war der Mate danke. Von dem anderen. Ja, okay, sehr gut.
Der andere ist nämlich down. Sehr da hinten schön. Läuft ein Busch. Da läuft ein Richtung Busch, Airdrop. Ja. Ich hab ihn getroffen, oh. Busch ist weg. Hat er ein Schild drauf? Wir haben, wir haben ein Haus neben uns Richtung Norden, was höher ist als unseres. Und ich Gegner, die Busch die... Okay, da sind auf jeden Fall noch Gegner, die... Ich komm zu dir runter. Ja, ich habe beide Büsche mal weggemacht. Ne? Wir sind nicht in der Zone und sehr wahrscheinlich ein Viererteam ist drinne. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. Nein, es fehlt noch ein Team, ne? Ich hab Damage Hast bekommen. Hast du gebaut? Nee, ich hab Schaden, also. Ich hab da Wie viele Medikits habt ihr? Habt ihr noch einen Schlürf? Ich hab ein Medikit. Nee. Schlürf hab. Achso. Ah. Busch kommt. Da hinten liegt ein Schlürf, hier unten. Aber die kommen close, ne? Langsam ran. Der Schlürf, genau. Hier links. Hier liegt er doch. Also, nee. Ach, scheiße, oh, das ist ein normaler. Alex. Aber den kannst du auch nehmen. Nimm den mit, wenn du kannst. Nee, die hat Kundenrand. Ich hab auch einen Schlürf. Wie viel Leben hast du? So, nimm ruhig den Schlürf, dann nehme ich ein Medikit, weil dann hast du noch eins. Nehm ich jetzt hab den Busch wieder weggemacht. Okay. Wir müssen in die Zone, ne? Wie viel Muni habt ihr jetzt? 185. 180. Ich droppe einmal. Nimm du mit, Alo. Ich droppe noch einmal. Jo. Jetzt hab ich noch 200. Okay, ja. Wir können den da noch looten eben. Alter, geil gebaut. Also, so sieht so schlachtmäßig aus. Ja, das war auch schlachtmäßig hier. Ja, loote mal den unter der Tankstelle, wenn da noch Muni beiliegt, Alex. Shit. Sieht sauber aus. Ja. Ich habe leider gerade nämlich nochmal Muni aufgehoben. Ich droppe Muni nochmal schnell, Alex. Komm her. Wo bist hier, du? Hinter der Tankstelle. Eine ganze Menge Muni liegt da. Ja. Wir müssen eigentlich hoffen, dass die vom Berg runter. Wobei, ja, okay. Nee, also die müssen nicht runter. Auf dem Berg war aber gerade ein Viererteam. Und ich habe ein Zweierteam hinter dem Berg langlaufen sehen. Also, ich weiß nicht, ob die oben zu viert waren. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir sind ja schon drei. Gut, es könnte ja auch 2-2 sein. Oder die zwei, die unten waren, gehören zu den beiden, die oben waren. Also, es kann also sein, dass ein Viererteam oben auf dem Berg war und die gar nicht backstabben wollten, sondern dazugehören. Wir sollten hier erstmal bauen, oder? Ich würde, wenn wir bauen, werden wir, glaube ich, einfach beschossen. Ne? Ja, wir werden einfach hingerannt hier vorhin, ne? In die Richtung. Ja, guck mal, die oben, guck runter, ne? 105. Oh, der Busch, der da auf den Dingen sitzt, ist halt ein Gegner. Ich will jetzt auf jeden Fall gucken, wo die Zone hingeht. Haben wir das da um mich gebaut? Nee, nein, da war gerade auch ein Gegner. Ich habe sie gerade gesehen. Die müssen runter. Okay, die müssen gleich runter. Wenn wir fett bauen jetzt einfach. Das in die Zone rein. Ja. Fuck off, ey, das Ding ist im Weg. Denk dann gleich schön zubauen auch, also Wände hinten, ne? Ich hab mal auf den Busch geschossen, dass er abhaut. Ich baue hier mehrere Ebenen rein. Ja. Die bauen hoch. Das ist gut. Bin mir nicht sicher. Die Dinger gehen doch so schnell kaputt. Ja. Machen wir mal die Neime mal kurz. Okay, stand keiner drauf. Wenn die sich wirklich rüberbauen wollen, ballern wir alle drauf. Jo. Wenn die wirklich rüberkommen sollten. Deswegen sollten das vielleicht nicht zerstören, wenn sie es nochmal ansetzen. Komm, den Busch noch weg. Ja, okay. Hat noch ein Schild hinbekommen. Das könnte Fallschaden gegeben haben. Ich glaube, die sind hart gerutscht. Einen habe ich. Ja, nice. Das sind aber nur zwei, da fehlen welche. Einer fehlt da nur noch. Hängt auch hinter euch, ne? Ich guck nach hinten. Hab den Headshot gegeben, den Typen rechts. Schön. Ja. Ja, das war auch gerade mein Gedanke. Dann, wir können fallen. Und das ist jetzt schon richtig guter Schaden. Wir sind zu hoch. Hab ihn getroffen, nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Der hat aufgehoben. Okay. Achtung, wird beschossen. Jo. Ah, passt. Ist Metall, es geht übelst langsam kaputt. Er hat Fallschaden bekommen, beide tot. Beide tot? Ja, der eine hat ihn nicht aufgehoben bekommen. Busch der Busch oben. Busch oben. Hat einen Kit gekriegt. Nee, es lebt. Und die müssen jetzt raus. Es lebt. Der muss jetzt einer raus. Von da unten muss noch leben. Einer ist im Fallschaden gestorben und sein Mate ist mitgestorben. Ach, der eine ist down. Der eine ist down. Ja, genau. Okay. Und dadurch ist direkt gestorben. Hat noch ein Headshot? Nee, war normaler. Ja, doch, der ist auch down. Es fehlt immer noch einer. Nee, der ist auch da oben. Er muss ja sein Mate sein. Ich hab ihn gekillt. So, einer fehlt.
Nice. Gucken wir mal, der Busch. Ja, hab ihn unten unter der Treppe. Checken wir einfach mal diesen Busch. Das da. Wir sogar noch einen Füll dran gehabt. Schön. Wie viel Kills? 4 nur. 6. Guck, wie viel Damage. 1000 knapp. Ach, ja, 904. 909. War eine schöne Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auch eine kleine Ansprache mit dabei. Schaut gerne mal Kunde Angst vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.